ist schon der 11. Pia seit 33 Wochen. Und Papa muss jetzt zum Zahnarzt. Und da spielen die zwei. Schön. Heute hat es mal schön gewittert, bisschen Abkühlung. Oh, er macht das toll. Und? Oh. Das schmeckt aber nicht. So. Da passt es nicht. Da passt es so nicht rein. So, passend zum Wetter. Seht ihr nicht? Was heute nicht so schön ist, mein Baby Pi hat Fieber. Die letzten Tage schon immer erhöhte Temperatur. Und ich dachte, das lag am heißen Wetter, aber seit gestern haben wir dann die 38,5 geknackt und ich gebe schön Zäpfchen. Heute war ich dann auch beim Onkel Doktor, weil es Wochenende ansteht und mir ist das einfach zu heikel. Und jetzt habe ich diesen Saft gekriegt. Ich weiß nicht, mit den Zäpfchen bin ich jetzt ganz gut gelaufen, ich weiß noch nicht. Und mit dieser Dosierspritze, das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Da bin ich doch zu blöd für. Mal gucken. Ja, warte, noch was zeigen. So, ist das nicht schrecklich? Wir brauchen unbedingt eine größere Küche. Ich habe hier das ganze Fensterbrett voller. Hier stelle ich immer die Flaschen, wenn ich das alles abgewaschen habe, hin. Den ganzen Brei hier, früh, na ihr wisst schon, der Tee, den sie jetzt mittlerweile trinkt, den. Ich will die Ecke weg haben, die Rumpelecke. Ah, hier. Warte, hier. Das ist von Toni, von den Schwiegereltern der Papagei. Eine Toni-Feder. Ja. So, wir gehen jetzt gleich zum Nachstechen. Also mein Freund wird gestochen. Meins wird schon nachgestochen. Ist auch alles tippitoppi abgeheilt. Also perfekt, hat nicht weh. Super abgeheilt, keine Probleme. Tolle Stelle. Hilfe. Also ich will das Wohnzimmer, ja, Pias Wohnzimmer noch schön machen, bevor ich die Elternzeit vorbei ist, vor ihrem ersten Geburtstag, weil so langsam nutzt es ja nun doch schon mehr und irgendwie ist es aber hier mehr so eine Abstellkammer. Hier sind Sachen zu groß, Sachen in 80 für mein Aufgebraucht-Video. Das hässliche Nestchen vom Stubenwagen, der verkauft ist. Das ist für eine liebe Freundin. Das ist von den Rähnchen, den können sie jetzt langsam nutzen. Das ist der Autositz von unserem Nachbarn, den haben wir abgekauft. Entweder als Zweitsitz oder... Tja, wir können uns noch nicht entscheiden, was wir hier für einen Sitz holen. Hier so ein alter Spielbogen. Irgendwie. Und dieser Schrank passt ja mal ja nicht zu den Weißen. Also hier muss auch noch was passieren. Und der Teppich ist ja auch ein Witz. Also wir brauchen noch Teppich, Schränke und Stauraum. Rumpelkammer, ein bisschen peinlich jetzt. Und hier ist eigentlich schon knackevoll. Ach Mensch, ich weiß auch nicht wohin. Und das ist fast alles 74. Also hier ist ein Teil in der 80. Ansonsten ist das alles 74. Brauche ich nicht, aber es ist ja jetzt auch so, dass es lange noch frisch war. Jetzt nehmen wir es Hochsommer. Also ich habe hier Hochsommer und teilweise noch Herbst, Winter. Deswegen sieht das so viel aus. Eigentlich ist es ja nicht viel. So, ein bisschen sauberer sieht es aus. Der Rainforest ist jetzt weg, weil sie eh nicht mehr auf dem Rücken liegt und damit spielt und weh, der nur immer im Weg lag beim Robben. Und wir haben es tatsächlich geschafft, unsere Couch zusammenzuklappen. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen mehr Platz fürs Baby. Knatsch, Lise? Knatschst du wieder? Oh je, na komm, zeig mal, wie du aufstehst. Na komm. Zack. Ja. Zack. Ja, Deko ist immer noch Geschichte. Ich musste sogar, ich hätte hier so einen Leo-Teller drunter.
musste ich alles wegschieben, nach hinten, zurück, damit die nicht reinkommt, das Lüderbienchen, ja? Hui! Was willst du? Möchtest du mir sagen, dass du hoch möchtest? Festhalten! So? War nix. Schön weich gepolstert für den dicken Popo. Na sag mal. Und warum jammerst denn du? Zack. Ach Schatz. Kannst du nicht mal 5 Minuten ohne knatschen? Ne, wie die Mutti, immer unzufrieden. Ne, stampfe mit den Beinen. Los jetzt. Komm her, Mutti. Na, ich erlöse sie mal. Was ist da los? Macht mir Vati mit dir? Alle abgemacht. Spielt er mit dir? Wer spielt hier mit wem? Diejenige ab. Und hier hinten ist noch ohne welche. Alles voll. Du bist ein kleiner Klapper, wo bist du? Acht wiege ich. Und heute kommt eine Freundin zu Besuch. Und bald hat meine Mama Geburtstag. Und jetzt frühstück mal, ja? Mit Wanne. Mit Wanne, in der Wanne. In der Wanne möchte ich frühstücken, bitte. Das ist schön, das machen wir. Hi, schon wach und mein kleines Mutti hier macht mir Sorgen. Die hatte ja letzte Woche schon 4 Tage Fieber und seit Samstag, wo sie 40 Fieber hat und wir im Krankenhaus waren, ist es wieder so und keiner findet was. Wird immer gesagt, sie hat nicht, wird wohl irgendein Virus sein. Was ist denn das für eine Aussage? Jetzt hat sie noch seit dieser Nacht Schnupfen, ja mein Schnupfnäschen. Bist du mein Schnupfnäschen? Die Mama macht sich Sorgen. Ja, jetzt hatte sie es nur 37,4, ist ja eigentlich in Ordnung. Da habe ich sie gleich wieder einen langen Armpulli angezogen, weil Erkältung kann sie nicht so kalt anziehen. Bei Fieber und erhöhter Temperatur soll man sie aber kühl anziehen. Also es ist... Zeigst du deine Wuschelhaare? Hallo, Schatz.
Komm ruhig zu mir, das machst du ja sonst nicht. Was hat Mutti da? Ja, was hast du da gefunden? Ein Schlag? Ja? Jetzt krieg aber eine verpasst. Hast du was umgeschmissen? Guckst du jetzt immer in die Kamera? Und Snooki. Ach Mensch, was machen wir nur mit den Würmchen? Hm? Morgen hat meine Mama Geburtstag und da wollte ich eigentlich den ganzen Tag mit ihr hier zu ihr hier. Hör ich noch hier. Du bist so süß. Na, mal gucken. Mein Mann hat Nachtschicht, also der hat sich von einer knappen Stunde hingelegt. Das kann also noch dauern. Solange sind wir wieder alleine, mein Puppi. Ja, wenn wir rausgehen, ein bisschen an die Luft, das ist gut. Hat die Mama da ein Piercing, ja? Ekelvoll, ich habe mir schon 10 geputzt, ja? Schnucki, Schnucki. Möchtest du noch mal gucken? Guck noch mal rein. Herr Zahnarzt, Frau Zahnärztin, gucken Sie bitte noch mal. Das Buch hat sie in 2 Teile gekriegt, weil sie dachte, das ist was zum Essen. Ja, mein Schatz, aufgeknabbert hast du das. Singst du? Ja, heute ist der 24. Meine Mama hat Geburtstag. Nein! Meine Mama hat Geburtstag. Ich muss sie mal kurz verstecken, weil die will immer wissen, was los ist. Und Baby Pi hat kein Fieber mehr. Zum Glück, aber eine Schnupfnase. Ich muss mich jetzt nur noch schminken und dann geht es in 3 Stunden los. Wir laufen hin, weil wir sind in einer Viertelstunde mit dem Kinderwagen hingelaufen. Wenn es dann mal nicht mehr regnet. Yay. Oh, mein großes Baby. Oh, das kriegt die Mama geschenkt, ja? So ein schöner Topf, den gibt's im Müller. Meine Mama steht nämlich auch so ein bisschen auf Eulen oder was auch immer das ist. Sieht ein bisschen nach Eulen aus. So ein schönes Blümchen. Das muss ich noch einwickeln. Und zum Hinstellen noch eine kleine Eule. Und noch was Leckeres zum Knabbern hole ich, ja? Du bist so groß, mein Mädchen. Manu. So groß. Ha! Gut jetzt. Gut jetzt.
Taschen. Oh, du bist so lieb jetzt. Der Mittagsschlaf war gut, ja? Oh, Mama, sieht man ja alles. Du mich immer ausziehst, Täubchen. Kuscheln? Willst du kuscheln? Was hast du hier gemacht? Mit die Taschentücher gespielt, ja? Süße. Mein Mäuschen. Oh, du willst kuscheln, ja? Oh, voll. Ich kriege hier gerade echt graue Haare. Ja, Baby? Nicht wegen dir. Also wir wollen Urlaub buchen, weil wir hier 3 Jahre zusammen sind. Und jetzt gucken wir hier im Internet rum und bababa und was, also wir wollen nach Berlin und was so ein der Sprit kostet das Zimmer und hier überall die Eintrittspreise und so eine Bahnkarte, Tageskarte, so ein Scheiß und ach Mann, es dauert alles 100 Jahre. Das Baby hat zwar schön Mittagsschlaf gemacht, aber jetzt ist sie wach und jetzt können wir nicht mehr so schön durchziehen, wie wenn sie eben schläft. Weil du guckst dir mal schön alles an, ja, mein Täubchen. Das ist schon alle hat die Mama gegessen. Hier, das ist von dem Papa, möchtest du das haben? Natürlich, aber das ist nichts für dich, nein. Schnucki! Kriegst du neue Beißechens? Möchtest du das mal zeigen? Nee, wa? Die sind hier oben so drinne. Zeigst du nicht, ne? Aber wie schön du stehst! Kuckuck! Kuckuck! Genau, 3 Jahre und hier hat mein Mann Urlaub. Das ist eine Palme. Die bringt dich auf die Palme, ja?